Hallo und herzlich willkommen auf eurem Game-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich weitermachen mit einem Gmeek-Filter, den ich vorstellen möchte. Und zwar mit Color Mask Interactive. Und mit Color Mask Interactive kann man ganz tolle Sachen machen. Vor allen Dingen kann man freistellen. Ich habe hier diese Vorlage gerichtet. Die findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Und natürlich ist es schwierig hier jetzt diese Härchen und so weiter freizustellen. Das wird auch nicht ganz gelingen oder nur bedingt gelingen. Allerdings ist es natürlich immer eine Menge Arbeit, um das wirklich hier richtig hinzubekommen. Und weil auch immer Farbe durchscheint durch die Härchen, wird es beim Freistellen immer ein bisschen schwierig. Aber ich möchte euch trotzdem diesen Filter vorstellen, weil er auf eine schnelle und bequeme Art und Weise es ermöglicht, bestimmte Bereiche oder Objekte freizustellen, also Vordergrund vom Hintergrund beispielsweise. Und jetzt gehe ich hier hin, mache einmal ein Duplikat von der Originalebene, gehe hier hin, rechte Maustaste und füge mal vorsorglich einen Alpha-Kanal hinzu. Dann gehe ich auf Filter, Gimmick und unter Colors, beziehungsweise, wo sind wir hier? Colors? Genau, findet man hier Color Mask Interactive. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, erscheint hier erstmal gar nichts. Aber wir haben die Möglichkeit hier über verschiedene Farbauswahl, Ebenen sozusagen oder Bereiche zu maskieren. Ja, also bestimmte Bereiche zu maskieren. Und ihr seht hier unten über Ctrl D und Ctrl C beispielsweise kann man das Fenster vergrößern oder verkleinern und so weiter und so fort. Und aber das ist jetzt nicht unser Thema. Das kann man machen und man kann hier die Toleranz in bestimmten Bereichen verändern. Ich werde das jetzt hier einfach mal so lassen, wie es ist und gehe mal auf Anwenden. Und ihr seht hier erscheint ein Foto oder dieses Foto eben. Und ich werde jetzt über Ctrl D, ja, also Ctrl D, nee, dieses Foto vergrößern. Schön, dass man das machen kann. Noch ein bisschen vielleicht. So. Und jetzt werde ich, wenn ich jetzt hier mit der Maus drauf gehe, mit der linken Maustaste und halte sie gedrückt und ziehe ein wenig, dann müsste hier, oder was heißt müsste, erscheint hier eben die Auswahl, die ich treffen möchte. Ja, wenn ich da draufklicke, beispielsweise hier auch, vielleicht kann ich hier die Karotte noch mitnehmen, nicht alles, aber so ein wenig zumindest. Natürlich sind die Härchen hier weg, klar. Das lässt sich eben nicht besser machen, aber es ist wie gesagt eine Möglichkeit, vom Hintergrund freizustellen, Objekte etc. Gut, jetzt mache ich hier die Auswahl wieder kleiner über Ctrl C, ja, so, und ich würde sagen, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt werden wir einfach hier über das Schließen-Symbol schließen und schließen hier unser Gimmick. Und man sieht, zack, hier ist der Hintergrund praktisch gar nicht mehr vorhanden. Und jetzt können wir natürlich noch ein bisschen anpassen, logischerweise, indem wir hingehen und machen erstmal hier eine transparente Ebene hinzu. Fügen wir mal, bringen die mal runter. Aber das ist jetzt eher wohl nicht das Richtige, sondern ich muss jetzt hier erst einmal zurückgehen hier und über den unradierenden Filter erst einmal hier so ein paar Kleinigkeiten zurückholen. Da gehe ich hier hin. Unradieren, nehme hier eine 0,75er Pinselspitze, gehe auf Weiches zeichnen und mache das ein bisschen kleiner. Und theoretisch müsste es jetzt möglich sein, ja, ihr seht es hier, wenn man hier oben hingeht, natürlich auf die Ebene, das zurückzuholen, was wir noch brauchen oder was sichtbar sein soll hier. Ihr seht es, zack. Das war jetzt ein bisschen viel hier unten. Das heißt, man muss hier, wenn man es tut, muss man genauer arbeiten. Und dann macht man das auch ein bisschen zumindest. Ihr wisst ja, dass ich das immer nie so ganz genau mache, weil ich es einfach nur zeigen möchte. Und ihr nehmt euch da viel mehr Zeit und macht es natürlich viel genauer als ich, logischerweise. Na, jetzt bin ich schon wieder darüber. Ist egal. Hier schauen wir mal den Mund hier von dem Pferd. Haben wir da noch ein bisschen was? Hier können wir nachziehen. Und schauen wir mal, wie es hier an der Hand aussieht. Hier am Arm, okay, das ist in Ordnung. Und schauen wir mal, also hier so ein bisschen, nicht? So kann man das ein bisschen zurückholen, das Ganze noch so ein bisschen an der Kante. Ja, so, und ihr seht das hier. So geht das hier noch ein bisschen. So, ja, so. Und
Und so kann man hier natürlich dann ganz wunderbar, ohne großen Aufwand sozusagen, das hier erledigen. Gut, schauen wir mal. 67,5, wie sieht das hier aus? Machen wir das mal weg. Ja gut, ich würde sagen, das sieht da schon mal ganz gut aus. Wir kommen da gleich dazu, das richtig besser zu machen noch. Jetzt werden wir einfach mal hingehen und gehen auf 200% hier vielleicht, ja. Und werden jetzt zuerst einmal hier das noch wegnehmen, was wir nicht brauchen oder nicht haben wollen, nämlich eine 0,25er Pinselspitze. Mach den Unradierer weg hier unten. Nehme die Härte komplett heraus. Und jetzt schaue ich mal, vielleicht ein bisschen groß. Ich möchte auch nicht zu viele Haare hier wegnehmen noch, dass man, wenn man den Pinsel groß macht, dann hat man die Möglichkeit hier so ein bisschen den Übergang nicht zu hart zu gestalten. Da bleiben dann noch so ein paar Härchen stehen. Und das ist ja schon mal ganz brauchbar. Vielleicht sollten wir es doch hier noch ein bisschen wegnehmen, einfach wegen der Farbe. Aber das machen wir dann so. Und hier so ein bisschen so. Nicht. Und dann sehen wir dann nachher weiter, wenn wir hier eine Farbebene eingefügt haben, wie das dann im Einzelnen aussieht. Wo sind wir denn hier? Und jetzt nehme ich das hier noch weg so. So. Und dann schauen wir mal später, wie das aussieht. Gehen wir mal zurück auf diese Prozentzahl. Aha, hier unten habe ich noch was vergessen. Und dann gehen wir mal hier hin, nehmen das noch weg hier so. Und jetzt gehen wir mal zurück auf die 67% hier. Und noch ein bisschen größer machen hier. Und dann schauen wir mal hier am Arm. Gut, okay. Und jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Jetzt werden wir hier unten mal die Ebene hier wieder beimachen hier. Und jetzt werde ich hier ein Grün hineingeben. Ich nehme mal hier diese 728 A40, ziehe das hinein. Und ihr seht, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Hier haben wir noch so ein paar Sachen, die wir wegmachen müssen. Hier machen wir es größer, 200%. So, vielleicht noch ein bisschen. Na, wo sind wir denn? Hier. Okay, zu groß natürlich, logischerweise. Das wollen wir natürlich nicht haben. So soll es einigermaßen aussehen. Noch ein bisschen hier. So. Und wo sind wir denn hier jetzt? Da. So. Und da waren wir hier. Sind auch noch so ein paar Schatten, nicht? Und gehen wir mal auf 200%, dann ist das nicht so. Und hier haben wir auch noch ein paar Sachen. Okay, jetzt gehen wir mal zurück hier wieder. Und ich finde, das sieht ja schon mal ganz brauchbar aus. Hier unten haben wir noch so ein bisschen was. Das nehmen wir dann weg. Und hier unten so. Und ich würde sagen, ich dupliziere diese Ebene jetzt noch einmal. Hier unten, das möchte ich vielleicht auch noch wegnehmen an der Möhre. Obwohl, das sieht man später nicht mehr. Ich werde jetzt diese Ebene hier einmal duplizieren. Und werde jetzt über Farben, Kurven, diese Ebene hier abdunkeln. Und zwar in der Mitte abdunkeln. Erstmal abdunkeln. Um zu sehen, haben wir denn hier noch irgendwo Dinge, die wir wegradieren müssen. Und ich würde sagen, das können wir schon ganz gut so lassen. Nämlich hier oben diese Ebene, die wir freigestellt haben, wieder. Ich schaue nochmal da hoch. Hat die dreckige Hände wahrscheinlich. Okay, hier ihr seht, da ist so ein bisschen, ja, aber das lasse ich einfach. Ich mache da jetzt nicht lange rum. Ihr macht es sowieso wesentlich besser und viel besser als ich. Ich zeige nur den Weg dahin. Unradieren, jetzt kann ich hier vielleicht nochmal schauen. Geht das nochmal? Ja, hier, das geht natürlich logisch, weil es noch in der, wie sagt man, in der Zwischenablage gespeichert ist. Und ich würde sagen, haben wir hier noch was, was ich dann besser machen kann? Ich würde sagen, lass mal den Gaul mal so, wie er ist. Und jetzt kann ich hier noch natürlich Farben, Kurven, das Ganze hier noch so ein bisschen anpassen, indem ich hier das Pferd so ein bisschen künstlerisch hier irgendwie ein bisschen abdunkle und was weiß ich was so. Irgendwie setzen wir es nochmal zurück und machen das hier noch so ein bisschen schöner. Dann hat es noch so ein bisschen einen künstlerischen Wert irgendwie und bestätigen mit okay. Und das lasse ich so an der Möhre. Ihr macht es, wie gesagt, viel besser und viel schöner als ich. Und rechte Maustaste nach unten vereinen. Und nun haben wir wieder mit einem Filter gearbeitet, mit dem GMIC Color Mask Interactive Filter. Und ja, hier kann man auf bestimmte Art und Weise auch Masken erstellen und maskieren und Objekte freistellen. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen. Wenn es Spaß gemacht hat, nehmt den Filter, versucht es mal. Und ich wünsche euch viel Erfolg damit. Und gleich kommt der Abspann, da kommt mein Kanalsymbol. Wenn man da draufklickt, kann man diesen, ja, Kanal
Abonnieren, den es schon über 3 Jahre jetzt mittlerweile gibt. Herzlichen Dank fürs Schauen und schönen Tag noch.